Ja, gestern habe ich gelesen, europäischer Gaspreis auf dem tiefsten Stand seit Juli 2021. Und ein Artikel weiter war dann schon hohe Vorauszahlungen für Gas, Abschläge teilweise verdoppelt. Und die Frage ist ja, wie kann das sein? Und vor allen Dingen, was kannst du tun, ja, um dich davor zu schützen? Was kannst du tun, ja, um nicht betroffen davon zu sein? Und darum soll es in diesem Video einfach, ja, jetzt hier und heute gehen. Ich werde dir im Folgenden einfach mal kurz einen Einblick geben, wie aktuell ja die Börsenpreise sind etc. und werde dir natürlich dann auch ganz konkret sagen, was du ja jetzt tun solltest. Warum ist es so? Warum haben wir so teilweise hohe Preise? Warum haben gerade zum Januar ja mehr als 700 Anbieter ihre Preise erhöht? Und wie kann das sein, wenn doch die ja, Beschaffungskosten für Gas aktuell auf einem ja ganz, ganz niedrigen Niveau sind? Und der Bundesnetzagenturchef Müller hat gesagt, die Zeit der billigen Energie aus Russland ist vorbei. Und das ist natürlich mit ein Grund. Es ist aber auch natürlich so, das gehört auch immer ein Stück weit zur Wahrheit dazu, dass auf der einen Seite natürlich die Preise jetzt aktuell sinken, auf der anderen Seite die letzten ja 1,5, 2 Jahre ja die Preise an den Börsen für die Unternehmen extrem hoch waren, zu denen sie natürlich die Energie beziehen mussten. Und gerade Stadtwerke oder Grundversorger haben ja natürlich in ihrer Strategie ja, die Situation, dass sie möglichst langfristig die Energie im Voraus einkaufen, also sprich, ja, 1 bis 3 Jahre. Und dementsprechend ist natürlich der Preisanstieg für viele Kunden in den letzten 1,5 Jahren, gerade bei den Grundversorgern, ja, eher moderat gewesen. Aber irgendwann holt die Realität natürlich einen auch ein. Und dementsprechend ist es dann ja bei vielen jetzt, ja, die Zeit, wo sie eben halt quasi, ja, diese gestiegenen Kosten aus der Vergangenheit weitergeben können, beziehungsweise müssen. Ja, also wenn wir uns einfach mal anschauen, ja, beim Strom ist es dann dementsprechend ähnlich gewesen. Und ja, und jetzt gibt es halt zwei ja, Möglichkeiten. Ja, wenn wir uns anschauen, dass ja, wenn ein Stromversorger seriös kalkuliert, dann etwa 35 Cent die Kilowattstunde beim Strom anbieten kann. Aber viele Anbieter, wie jetzt hier zum Beispiel bei ja, das ist auch in diesem Bericht der Tagesschau drin gewesen. Wenn man dann aber sieht, dass Mainova zum Beispiel fast 46 Cent verlangt oder Köln Rhein Energie ja mehr als 50 Cent oder Aschaffenburger Stadtwerke sogar mehr als 65 Cent die Kilowattstunde aufrufen, ja, dann gibt es natürlich eben zwei ja, Möglichkeiten. Entweder man möchte ja sich auch aufgrund der Strom-Gas-Preisbremse ja ein Stück weit den Steuerzahler mit ins Boot nehmen, ja, und ja, den ein oder anderen Euro dann dementsprechend mitnehmen. Auf der anderen Seite könnte es natürlich aber auch sein, dass die letzten 2 Jahre ja aufgrund des Einkaufsverhaltens halt dementsprechend ja so schlecht war, dass man jetzt einfach auch diese Preise ja an seine Kunden weitergeben muss. Schauen wir uns einfach mal die aktuellen Preise an. Wenn wir uns anschauen, ja, ich mache das mal hier so zur Seite. Die Beschaffungspreise für Strom, ja, also wenn jetzt heute ein Unternehmen fürs Jahr 2024 seinen Strom einkauft, also jedes Unternehmen braucht ja dann immer eine gewisse Menge und das weiß ja das Unternehmen in etwa, was jährlich benötigt wird, dann kann das Unternehmen halt über die Börse ja langfristig seine Energie einkaufen. Und wenn man dies eben dann halt tut für 2024, müsste man jetzt das Datum hier stimmt nicht, zum 15.03. In etwa 130 Euro die Megawattstunde zahlen, also roundabout 13 Cent. Für 2025 110 und für 2026 102 Euro. Am Spotmarkt, das ist der Bereich, in dem man kurzfristig Energie einkaufen kann, liegt, ja, entschuldigt hier, das Datum ist auch nicht korrekt, das ist ja auch ebenfalls der 15.3., liegt das Ganze bei roundabout 115,05.
Und jetzt sieht man halt auch hier schon, dass die Preise im Vergleich zum Vormonat um so, ja, 35 Cent im Vergleich zu 35% in den letzten 6 Monaten um knapp 67% auf 12 Monatssicht so um die 50, ja, Prozent, ja, gefallen sind. Bedeutet natürlich, die Unternehmen, die zum Beispiel direkt an der Börse einkaufen und kurzfristig Energie beschaffen können, die freuen sich natürlich jetzt über stark sinkende Preise, während Unternehmen, die halt eher einen langfristigen Ansatz die letzten Jahre hatten, ja, oder halt auch Energieversorger dementsprechend, ja, jetzt quasi eingeholt werden von den Preisen sozusagen der Vergangenheit. Und auch hier sieht man auf Monatssicht bei den Futures, liegen wir so um die, ja, 15 bis 20%, wo der Preis nach unten gegangen ist. Auf 6 Monate Sicht, sind wir bei 75 und bei 12 Monaten bei 26%. Beim Gas sieht's, ja, auch ähnlich aus. Ja, auch hier haben wir, also bitte das Datum hier oben einfach nicht beachten. Haben wir hier haben wir 50 € und 40 Cent die Megawattstunde, die ein Unternehmen quasi auf den Tisch legen muss, um ja eine benötigte Gasmenge für 2024 einzukaufen, aktuell. Dann fürs Jahr 2025 43 € und für das Jahr 2026 34,9 € die Megawattstunde. Das sind also sozusagen aktuell 5, ja, 4 Cent die Kilowattstunde im Einkauf. Wenn wir uns das Ganze auch am Spotmarkt anschauen, also der Bereich, wo man kurzfristig ja, sich die Energie beschaffen kann, dann liegen wir bei 39,78 € die Megawattstunde, also so 3,9, so roundabout 4 Cent. Und was bedeutet das jetzt für den Strompreis? Wenn ich mir die Strompreiszusammensetzung anschaue, dann könnte man, wenn man die Preise für 2024 jetzt zugrunde legt, im Jahr 2024 in etwa mit einem Bruttopreis, je nachdem, wie hoch die Marge dann hier ist, also ich rechne hier immer zwischen 3 bis 6 Cent, das ist erfahrungsgemäß ist das, was gut hinkommt. Wenn wir jetzt mit 4,5 Cent rechnen, wären wir irgendwo bei einem Bruttopreis von 30,57 Cent die Kilowattstunde, je nachdem, wenn die Parameter natürlich so bleiben. Und beim Gaspreis liegen wir aktuell dann, wenn wir die 5,4 zugrunde legen, bei 13,54 Cent die Kilowattstunde brutto. Und hier ist es so, dass wir halt aktuell auch Möglichkeiten haben, Preise anzubieten, die deutlich unter diesen 13 Cent liegen. Also es kommt natürlich immer auf die Region an, aber hier gibt es Möglichkeiten. Ja, und da sprechen Sie uns einfach an, helfen wir natürlich gerne. Ja, auch wenn wir uns mal die erneuerbaren Energien anschauen, dann sehen wir hier, das war jetzt der Februar 2022, da hatten wir hier 60,2% erneuerbare Energien. Und ich mache das immer ganz gern, um zu schauen, inwieweit kommen wir denn da voran. Und wenn wir jetzt aufs Jahr 2023 gehen, sehen wir, da sind wir leicht hinten dran, da haben wir 47,3%. Also auch hier haben wir dann eben noch einiges vor uns und zu tun. Schauen wir uns nochmal aktuell an. Ja, also wenn wir uns einmal hier tagesaktuell das Ganze anschauen, dann liegen wir hier beim Strom bei 130 € die Megawattstunde und beim Gas bei 37,23 Cent die Megawattstunde. Was uns natürlich immer zugute kommt, ist das Thema ja, Gasverbrauch. Und hier sehen wir, dass wir jetzt im Januar und im Februar ja auch deutlich weniger verbraucht hatten, im Durchschnitt jetzt für Haushalt- und Gewerbekunde gesehen, als in den Jahren zuvor, also sprich 2018 bis 2021. Ja, von daher sind wir da auch, haben wir alle unseren Teil dazu beigetragen. Auch wenn man dazu sagen muss, dass die Durchschnittstemperatur natürlich uns auch ein bisschen in die Karten gespielt hat, die, wie du oder wie Sie hier sehen können, ja deutlich höher lag, gerade im Januar, als in den vergangenen Jahren. Also ja, auch das hat uns da ein bisschen in die Karten gespielt. So, wenn wir uns den Rohölpreis anschauen, auch hier positive Nachrichten, auch hier sind die Preise nach unten gegangen. Bei den Holzpellets sieht es ähnlich aus. Auch hier sieht man, dass die rote Linie hier für 23 sieht man, dass wir jetzt hier ja schon wieder auf ein Niveau ja, kommen, was
ja, sich so ein bisschen an das Jahr 2022 angleicht. Aber ja, man sieht natürlich auch hier, dass wir da schon noch ein Stück weit entfernt sind von, ja, den vergangenen Jahren. So, und jetzt natürlich die Frage, was kann man tun? Ja, und da ist ganz einfach, sorgen Sie einfach jetzt dafür, dass Sie langfristig gesehen nie mehr als nötig für Ihre Energiekosten zahlen. Also die letzten 2 Jahre sollten wirklich jedem vor Augen geführt haben, wie wichtig das ist, hier auch mit jemandem zusammenzuarbeiten, der ja den Markt ein bisschen im Blick hat, der auch langfristig mit Ihnen gemeinsam besprechen kann, was die richtige Ausrichtung ist und der Sie natürlich auch langfristig davor ja bewahren kann, unnötig zu viel zu zahlen. Und das ist einfach das, was auch die Marktdaten und so weiter immer widerspiegeln, dass ja viele Menschen einfach noch gar nicht gewechselt sind, auch trotz der aktuell hohen Energiepreise. Und dass diejenigen, die mal gewechselt sind, dann oft einmal wechseln und dann über Jahre hinweg dann wieder bei dem Anbieter ja mehr zahlen als nötig. Machen Sie es sich aber einfach, denn es ist natürlich schwer, den Markt zu durchdringen oder zu überblicken, wenn man überlegt, dass wir ja beim Strom weit über 1000 Anbieter haben und dann nochmal ja fast so viele Netzbetreiber mit unterschiedlichen Netzentgelten. Das gleiche gilt für Gas, ja auch hier ja, über 1000 Gasanbieter und über ja knapp 700 Netzbetreiber mit unterschiedlichen Netzentgelten. Und hier sollte man natürlich dementsprechend dann mit jemandem zusammenarbeiten, der das Ganze auch einordnen kann, weil was natürlich auch in der Vergangenheit immer wieder passiert ist, dass Menschen ja zu, ich sag mal, nicht ganz so seriösen Anbietern gewechselt sind, die dann im Abschlag unnötig zu viel vorausbezahlt haben, ihre Boni nicht erhalten haben. Im schlimmsten Fall ist der Anbieter dann noch insolvent oder pleite gegangen und ja, und dann waren natürlich die zu viel gezahlten Abschläge weg, die Boni hat man nicht bekommen und hat dementsprechend überhaupt nichts gespart, sondern hat dann auch noch draufgelegt. Und deswegen ist es ja sinnvoll, hier sich auch ja mit seriösen Unternehmen, mit seriösen Tarifen dann dementsprechend zu versorgen. Und das können wir natürlich für Sie gerne übernehmen. Machen Sie es sich doch einfach, ja, geben Sie es aus der eigenen Verantwortung und sorgen Sie da dafür, dass Sie dann eben dauerhaft ja nie mehr als nötig für Ihre Energie zahlen. Dann lassen Sie definitiv Ihre Abrechnung überprüfen, erfahrungsgemäß. Ja, es sind viele Abrechnungen fehlerhaft, auch wenn ich mal in meinen Kundenstamm reinschaue, waren ja vor der Zusammenarbeit mit uns die Abrechnungen ja konnten einfach auch korrigiert werden, beziehungsweise waren viele, viele Abrechnungen einfach fehlerhaft und die Verbraucher zahlen oft unwissend zu viel für ihre Energie. Und wenn ich jetzt mal frage, wann haben Sie Ihre Abrechnung das letzte Mal wirklich gewissenhaft überprüft, dann werden die meisten antworten, ja, dass sie das noch nie gemacht haben, denn viele Menschen schauen einfach nur auf die erste Seite und gucken, was muss ich nachzahlen oder was bekomme ich zurück. Und dementsprechend war es das für viele. Und bei uns ist es einfach so, sie schicken uns einfach immer ihre Abrechnung und das ist für uns Service für sie, dass wir einfach ihre Abrechnung überprüfen. Also lassen Sie es einfach mal überprüfen. Sie haben nichts zu verlieren, aber viel zu gewinnen, denn wenn eine Abrechnung falsch ist, ja, kann man diese dann dementsprechend auch korrigieren lassen. Und hier winken oft dann auch nochmal ja zusätzliche Einnahmen, die einfach sonst im, ja, ich sag mal, in der Luft verpufft werden, ja. Wechseln Sie auf jeden Fall Ihren Strom, gegebenenfalls Gasanbieter, wenn es sinnvoll ist, ja. Und wir stellen da einfach sicher, dass Sie da an seriöse Unternehmen gelangen, dass Sie seriöse Verträge erhalten und es keine bösen Überraschungen dementsprechend gibt. Und wichtig ist halt einfach auch das, dass ich halt immer gern zu meinen Kunden sage, Mensch, du musst einfach nur sicherstellen, wenn du Post bekommst, dass du mir die weiterleitest. Ich prüfe das im Hintergrund. Wenn Handlungsbedarf ist, melde ich mich und ansonsten kannst du dich einfach getrost zurücklehnen und musst dich nicht drum kümmern. Das macht auch, ja, erfahrungsgemäß schaffen es auch die wenigsten, sich dann einen Wecker zu stellen, sage ich mal, um rechtzeitig, ja, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, um gegebenenfalls den Anbieter zu wechseln oder zu kündigen. Oft werden dann Kündigungsfristen verpasst etc. Und das ist
ist natürlich alles, womit sie sich gar nicht beschäftigen müssen. Ja, sondern das können auch andere für sie übernehmen, die tagtäglich damit zu tun haben. Und als Unternehmen sollten sie auf jeden Fall auch sicherstellen, dass sie ihr Unternehmen jetzt energieeffizient aufstellen. Denn wenn die Vergangenheit eins gelehrt hat, dann ist es, dass hohe Energiekosten Unternehmen ja an den Rand der Existenz bringen können, aber auch also nicht nur an den Rand der Existenz bringen können, sondern dass da natürlich auch extreme Wettbewerbsnachteile entstehen dadurch. Lassen Sie zum Beispiel einfach ein Energieaudit durchführen. Hier gibt es staatliche Förderungen, die man ja über die Bundesregierung bekommen kann. Wir haben hier auch noch eine kleine Sonderstellung. Sprechen Sie uns einfach an. Es lohnt sich definitiv auch finanziell für Sie, wenn Sie hier auf uns zukommen und uns einfach ansprechen. Wir können Ihnen da dementsprechend auch, ja, ich sag mal, noch einen kleinen Bonus obendrauf geben. Lassen Sie sich beraten bezüglich Photovoltaik, Mieten, Kaufen, Finanzieren, wie auch immer. Auch hier gibt es tolle Möglichkeiten, gerade wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Eigenheim haben und drüber nachdenken, sich möglichst autark, was Ihre Stromerzeugung betrifft, aufzustellen. Als E-Auto-Besitzer können Sie auch mit Ihrem Autogeld verdienen durch die THG-Quote, also durch die Treibhausgasminderungsquote. Sprechen Sie uns hier an, auch hier verschenken viele Menschen bares Geld, weil sie einfach nicht wissen, welche Möglichkeiten sie haben und was ihnen auch letzten Endes zusteht. Machen Sie es doch einfach wie unsere Kunden, lehnen Sie sich zurück, wir kümmern uns um den Rest, und es lohnt sich definitiv, wenn wir uns einfach mal hier anschauen. Ich habe hier einfach mal so quer durch Deutschland verschiedene Regionen genommen, das sind nicht selten gerade beim Gas Ersparnisse im vierstelligen Bereich möglich, beim Strom in Privathaushalten 500 Euro, keine Seltenheit, und darüber hinaus, Karlsruhe, Sie sehen es hier, 388 Euro, oder beim Gas hier 1900 Euro, Mannheim ebenfalls, also wenn man das alles zusammennimmt, sind es ja die Ersparnisse pro Jahr. Und wenn Sie jetzt noch eine Preisgarantie haben, die Ihnen für 2 Jahre Sicherheit bietet, dann haben Sie schnell 3.000 Euro zusammen bei 2 Jahren, je nachdem, wie natürlich die individuelle Situation ist. Das gebietet die Fairness, dass man das natürlich auch dazu sagt. Aber letzten Endes kostet Sie es nichts, von einem Fachmann das Ganze mal überprüfen zu lassen, einfach zu schauen, welche Vorteile haben Sie. Und nicht selten haben Kunden, so wie hier der Wilfried, 2160 Euro pro Jahr gespart. Ja, das sind auf 2 Jahre, wenn man eine Preisgarantie vereinbart hat, sind es 4000 Euro. Und jetzt die Frage an Sie, was würden Sie mit 4000 Euro machen, wenn Sie das die letzten 2 Jahre gespart hätten? Ja, wenn 4000 Euro mehr auf dem Konto wären. Also, Sie haben nichts zu verlieren, können aber viel gewinnen. Und die Lösung ist ganz einfach, wir beraten Sie, sparen. Für Sie ist unser Service komplett kostenfrei. Der Ablauf ist ganz einfach. Senden Sie mir einfach Ihre Abrechnung, ob das per WhatsApp ist, per Mail, wie es für Sie am einfachsten und am schnellsten geht. Sie können auch einfach nur ein Foto machen, und das Ganze dann an mich weiterleiten. Mein Team und ich, wir prüfen dann einfach Ihre aktuellen Verträge, wir prüfen die Abrechnung und dann melden wir uns für ein Vergleichsangebot beziehungsweise eine Beratung, ein kurzes Beratungsgespräch. Sie können mir aber auch einfach über meine Webseite oliverschirmer.de/Tarifangebot einfach Ihre Daten eingeben. Und ich melde mich dann bei Ihnen oder jemand aus meinem Team. Warum sollten Sie da mit uns zusammenarbeiten? Wir arbeiten mit Marktführer in diesem Bereich zusammen, mit monatlich mehr als 30.000 Neukunden. Dann, wie bereits schon angesprochen, langfristige Betreuung, persönliche Ansprechpartner. Schluss mit dem Thema Hotline, dass Sie da Stunden in Warteschleifen verbringen müssen, wenn es mal Probleme gibt. Und dann die Person nach langem Warten, die dann am anderen Ende der Leitung ist, Ihnen nicht weiterhelfen kann. Aber auch das Thema Nachhaltigkeit ist für viele unserer Kunden ein Thema, dass man einen Ökostromtarif haben möchte, dass man Preisgarantien haben möchte, dass man aber auch Verträge haben möchte, die verkalkuliert sind, so dass man eben nicht jedes Jahr wechseln muss.
Und wenn eben halt Handlungsbedarf besteht, dass man dann einen Ansprechpartner hat, der einen auch darauf hinweist, ja, dass man geprüfte Anbieter hat nach Größe, ja, nach Sicherheit, nach Wirtschaftlichkeit auch, dass man als zusätzlichen Service auch eine Rechnungsprüfung hat und von unserer langjährigen Erfahrung, dass sie da einfach profitieren können. Und der Abschluss, der ist für sie ganz bequem online möglich. Und das ist auch das, was unsere Kunden immer mehr und mehr schätzen, dass man ja sich keine Zeit freihalten muss, um jemanden daheim zu empfangen, sondern dass man einen Termin vereinbart, das Ganze online kurz besprechen kann und dann im Prinzip auch über, ja, das, sie bekommen einfach einen Link zur Verfügung gestellt und darüber können sie dann bequem unterschreiben von jedem Ort der Welt aus. Also auch wenn sie jetzt gerade ja im Urlaub sich befinden und das Bedürfnis haben, das jetzt für sich zu klären, ja, sie können es bequem vom Pool aus machen. Ja, also das ist kein Problem. Einfach auf dem Smartphone oder Tablet unterzeichnen oder geht natürlich auch am PC dann mit der Maus. Also, ich hoffe, ich konnte heute so ein kleines bisschen auch den Markt für dich, für sie eben wieder einordnen, konnte dir ein paar Lösungsansätze mit auf den Weg geben. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Entscheidende ist immer, ja, arbeite mit jemandem zusammen, der sich in dem Bereich auskennt und dann hast du eben halt langfristig ja den Vorteil, den Luxus, dass du dich selbst nicht drum kümmern musst und weißt, dass du langfristig nicht mehr als nötig für deine Energiekosten aufbringen musst. In diesem Sinne wünsche ich dir ja einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer du diese Aufzeichnung hier siehst und ich freue mich natürlich, wenn du oder wenn ich dich in einem persönlichen Gespräch einfach mal kennenlernen kann. Wie gesagt, komm einfach auf uns zu. Ich werde auch den Link zur Webseite nochmal hier unterhalb des Videos dann verlinken und ich freue mich natürlich, wenn wir uns dann dementsprechend auch mal persönlich kennenlernen. In diesem Sinne alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.